Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ah, hier ist Diego. Wir haben ihn gefunden. Ich halte mich da lieber. Wenn du meinst. So, warte. Erzähl mir was über das alte Lager. Ich habe mit Torus geredet. Und was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Okay. Wenn du meinst. Erzähl mir was über. Was ist mit deinen beiden anderen Lagern? Mit den beiden anderen Lagern. Erzähl mir was über die Barriere. Was muss ich wissen, um den um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Okay. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Okay, was mit den beiden anderen Lagern? Erzähl mir was über die Barriere. Wo finde ich die wichtigen Leute? Bei wem kann ich was lernen? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Das passiert mir nicht. Das interessiert mich. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Du bist der Geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Ja, wo finde ich die anderen wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Nice. Geschick plus 1, ein Lernpunkt. Geschick plus 5, 5 Lernpunkte. Stärke plus 1 Lernpunkte. Stärke plus 5, 5 Lernpunkte. Ich weiß nicht, wie viele Lernpunkte ich habe. Ich versuche mal. Ich gehe erstmal auf Stärke. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. War doch klar, dass das Ärger ging. Ah, okay. Ich muss erstmal lernen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Ian für Diego suchen. Mine. Manche lernen eben gar nichts dazu. War doch klar, dass das Ärger gibt. Und für Torus den anderen da. Und Ingers. Finden. So, ich notiere mir das mal alles. Weil ich jetzt mir nicht sicher bin, ob ich hier irgendwie. Ja, wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay. So, was kann ich noch fragen? Nichts mehr. Mach's gut. Okay. Morddrang war irgendwo da hinten, glaube ich. Dann suchen wir den mal. Wassereimer. Kann ich nichts mitmachen. Dame Fletcher. Butler.
noch ein Butler. Da ist Fingers. Gut, dass Mutt nicht mehr da ist. Man darf auch nicht alles glauben, was man. Der war eine echte Nervensäge hier, Mutt. So, Butler. Schatten. Schatten. Guy. Suchen wir mal. Noch ein Butler. 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 Bruno. Butler. Hier kann ich wahrscheinlich Schmieden lernen. Gehe ich mal von aus. Butler, Butler, Schatten. Noch ein Butler. Wie die hier auch alle miteinander chillen. Ich glaube kaum, dass ich daran was ist. Jakal. Okay. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Ich habe keine 10 Erz. Und ja, was bekomme ich dafür? Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe voll quatschen, kannst du auf mich zählen. Und was, wenn du dich ablehne? Mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist es. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Und was, wenn ich nicht zahle? Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Nee, Schutzgeld will ich erstmal nicht nehmen. Ich will keinen Welpenschutz. Lass mich vorbei! Hä? Schubst du mich einfach rum? So, hier haben wir Mordrak gefunden. Das heißt, wir speichern hier erstmal. Steck! Da hast du nochmal Glück gehabt! Ja. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Mhm. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Kann ich auch an dich verkaufen? Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Du hast ein Problem. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Zeig mir deine Ware. Komm, wir machen das. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, was kann ich hier verkaufen? Ich will... Komm, ich will das verkaufen. Was ist das? Münzen? Ich habe 11 Münzen, ach so. Und ein Dietrich. Riftrolle will ich lieber nicht verkaufen. So. Kann das auch ablaufen? Nee. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie was wert sind, ob wir die verkaufen können. So, Spitzhacke. Hier den Knüppel brauchen wir nicht. Einen Bogen will ich auch nicht. So. Ach, mehr habe ich hier nicht. So, und was hat er hier? Zähne, Becher, Schüssel, Fackel, Erzbrocken, Dietrich, Essenz heilender Kraft, Brot, Reisschnaps, Reispfeil. Oh, okay, dann 15 kriege ich dafür. Habe ich die jetzt verkauft? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich habe die jetzt nicht verkauft. Weg damit. So. Kann schon sein, aber bitte. Wo waren Dinger jetzt? Hier. Das weg, das weg. Lass uns lieber über was anderes reden. Und. Kann ich das mit Enter machen? War doch klar, dass das. Ah, okay, mit Enter. So. Verlass dich auf jemanden, du bist. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre. Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue?
weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will, in diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns Mach beide. Mal das. Bitte was? Hier ist kein Platz für Leute, die Erzbarone bestehlen. Hier ist kein Platz für Leute, die die Erzbarone bestehlen. Ach, so ist das. Sag das doch gleich. Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. Alter, was? Fehlanzeige. Kein Erz. Kann ich aufstehen? Bin ich tot? Kann ich irgendwas machen? Muss ich laden? Jetzt muss ich den Handel nochmal neu machen. Aber immerhin. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Ja, kennen wir. Meinen Namen solltest du dir merken. Kann ich das überspringen? Die Ware aller. Ah, kann ich überspringen? Ja, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, okay. Das wollte ich jetzt verkauft haben. So, und. Wo war das andere? Hier, die Knüppel. Nochmal von vorn. So, den Knüppel und die Pfeile. Und dann. So. Hier annehmen. Okay, gegen den komme ich noch nicht an. Dann muss ich jetzt erstmal irgendwie was anderes machen. So. Ian für Diego muss ich jetzt finden. Der war irgendwo in der Mine. Aber wenn ich gegen den erstmal noch nicht klarkomme, dann muss ich vielleicht. Ist das hier ein Händler? Sketty? Was machst du hier? Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Okay, Sketty ist dann... Sketty... Herausforderungen sind das dann. Ich notiere mir das alles. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer und so weiter. Trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Einhänderstufe 1, 50 Erz, 10 Lernpunkte. Ist teuer. Dann gehen wir vielleicht mal woanders hin. Dann gehen wir mal vielleicht die Mine suchen. So, was habe ich geschrieben gehabt? Wo ist die Mine? Snap, mit dem quatschen wir ein andermal. So, und für ihn kümmern wir also auch später drum. So, dann gehen wir mal hier raus. Obwohl es schon dunkel wird, ne? Gibt es hier Tag-Nacht-Wechsel? Es ist schon dunkel. Gibt es hier auch eine Map? Ach, aktuelle Mission, Prüfung des Vertrauens, Auftrag von Toros, Aufnahme altes Lager. Allgemeine Infos, Tag 1, 18:55 ist das. Ah. Auftrag von Toros, Aufnahme altes Lager. Um bei Gomez Leuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Toros melden?
Okay, wir gehen dann vielleicht lieber erst einmal ein bisschen hier, vielleicht uns ein bisschen aufskillen. Wer ist denn das? Ein Butler. Fleischpflanzen-Ragout. Kochlöffel. Was haben wir denn da? Ich hoffe, ich bin stark genug gegen die Viecher. Vielleicht mache ich hier ein Safe Game nochmal. So. Eine Blutfliege. Jo. Alter, was? Ein Schlag tot. Alter. Ja. Dann laden wir mal. Dann gehen wir mal vielleicht lieber woanders hin. Wenn ich da bei denen ein Schlag tot bin. Alter. Wie overpowered sind die denn? So, vielleicht sollte ich das auch mal mitnehmen, den Serapis. Und hier die Waldbären. Vielleicht muss ich gegen die kleinen jungen Scavenger noch antreten. Gegen die komme ich noch irgendwie einigermaßen zurecht. So, da haben wir welche. Alter, was? Ja, geil. So gehört sich das. Ja. Und ich habe jetzt festgestellt, man muss schon nach vorne laufen drücken, um zu kämpfen. Das sammeln wir auch mal wieder ein. Und dann hier nochmal darüber. Dann würde ich sagen, wir machen hier wieder ein Save Game. Spiel speichern, ja. Weg mit. Nein. So, nochmal laden. Gegen wen hatten die gekämpft? Ja, gegen ihn hatten die auch noch gekämpft. So. Aua. Das wird ein interessanter Kampf mit Wegrennen und allem. Okay, den habe ich jetzt nicht getroffen. Autsch. Nein, nein, nein. Ja, gut. Verkacken kann ich sehr, sehr gut hier. Steck die scheiß Waffe weg! Ich will doch nicht gegen euch kämpfen. Aber ich hätte. Ich will doch gegen die da kämpfen, ja? So. Und. Jo. Aua. Oh, nein, 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 nein.
Oh, die kämpfen jetzt auch noch gegen was? Okay, gegen so eine Blutfliege. Könnte ich vielleicht auch noch Hilfe geben. Die sind ja immer noch hinter mir. Okay. Ich gehe dann vielleicht lieber mal an die vorbei. Und suche mir lieber einen einzelnen von denen. Alter, bin ich schwach hier. Da sind auch wieder ein Pärchen von den jungen Scavengern. Man darf auch nicht alles glauben, was man will. So, dann gehen wir mal hoch. So, ich hoffe, da oben gibt es noch irgendwie die Möglichkeit zu skillen. Ich hoffe, da sind jetzt auch wieder die Scavengers wieder neu gespawnt. Hier irgendwo. Ja, die waren ja hier. Jetzt sind sie nicht hier. Gibt es hier vielleicht sonst noch irgendwie was zu finden? Was ich übersehen habe? Ne, aber da oben gab es ja noch eine Mine. Vielleicht ist er hier Ian jetzt da. Stimmt, die. Da stimmt, das Ding haben wir leer gehabt. Ah, stimmt, die Käfer gibt's hier. Wieso treffe ich die nicht? Wieso treffe ich die nicht? Bin ich zu blöd, um die Fleischwanzen hier zu attackieren? Ich glaube schon, dass ich zu doof dafür bin, die irgendwie zu treffen. Und da oben rechts gab es jetzt auch noch was. Da ist ein Viech. Ich mache hier auch nochmal. Safe Game. Wer weiß, vielleicht bin ich auch dafür zu doof. Und wir haben hier... Warte. Noch ein rostiges Schwert und ein Erzbrocken. Okay, den konnte ich. Nice. So, sein Fleisch nehmen wir mit. Gibt es hier noch irgendwas? Zum Mitnehmen, einsammeln? Irgendwas? Reisschnaps. Sonst gibt es hier nichts. Ah, hier ist noch ein Weg. Das mich nur wieder nach unten führt. Aber okay, dann haben wir hier fertig. Ja, müssen wir wahrscheinlich erstmal im alten Lager bleiben. Und da irgendwie eine Möglichkeit finden, vielleicht schlafen zu gehen. So, dann gehen wir wieder runter, zurück. Oder gibt es hier noch irgendwie einen Weg? Da unten gibt es noch was. Hört ihr das alle? Die Geräusche? Von weit weg irgendwo? Oh,
Jetzt bin ich gespannt, was hier eigentlich alles gibt. Das ist aber auch echt das erste Mal, wo ich jetzt mal Gothic spiele, wirklich. Und ich finde es irgendwie lustig, dass wir einfach zu schwach sind für alles. Ah, Waldbären. Lass uns lieber über was anderes. 3 von denen sind hier. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was sagt ihr denn so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Hm? Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Ja, das merke ich auch. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Ja, meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen... Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. So, Ende dann. So, und Rex. Muss ich vielleicht ein bisschen näher? Ende, ihr jagt hier, richtig? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen.
Alter, 100 Erz, 50 Erz. Alter. Egal, wir gehen mal. Aber bei Drax können wir auch noch mal lernen. Okay, und es ist jetzt auch schon Nacht. Ich glaube, wir gehen lieber erstmal wieder zurück ins alte Lager. Und schauen, dass wir das irgendwie... ja, die Nacht jetzt überstehen. Okay, das Tor scheint noch offen zu sein. Also gehe ich mal von aus, nachts schließt sich das nicht ab. Obwohl, da sind ein paar Mole Rats. Könnten wir auch mal ausschalten. Warte, ich mache hier ein Safe Game. Ja, komm. So, einen haben wir. Jetzt kommen alle. Schnell lieber weg. Warte mal. Ja, dann machen wir das mal so. Esse ich das mal. So, das war das. Nein! Ah, verdammt. Ja, okay. Spiel laden. Da, wo wir verreckt sind. Dann lassen wir das mal lieber. Dann gehen wir mal lieber wieder hier rein. Dann schaue ich mal vielleicht, dass ich erstmal einfache Aufträge mache. So, das ist. Hatten. Kann ich hier irgendwo schlafen gehen? Bis es wieder hell ist. Baal Taran. Das ist wirklich. Okay, mit dem kann ich nicht quatschen. Graham? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran von der Bruderschaft des Schläfers. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Nee, Religion ist nicht so meins. Nee, ich glaube, von dem wollen wir nichts. Graham? Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Ah! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Graham ist für Karten. So, das muss ich mir notieren. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Karte der Kolonie. Wert 50. So. Boah. Glaube ich, lassen wir erst einmal, weil wir das eh nicht kaufen können. Aber ich würde dann sagen... Hey, du! Redest du mit mir? Was will er jetzt? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns. Und wir helfen dir, wenn du mal Ärger hast.
sind wir da. Soll das eine Drohung sein? Ich soll Pötkel zahlen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Warum nicht? An wie viel Erz hattest du denn gedacht? Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Mhm. Ich soll Schutzgeld zahlen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich soll Schutzgeld zahlen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Nee, ich will sowas nicht. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Ich will keinen Welpenfutz, ja? So, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.